Hallo liebe Austria-Fans, wir sind heute hier am schönen Wörthersee im Hotel Wärtshaus und wir dürfen euch begrüßen zu einer weiteren Folge Kärntnerisch gerät. Folgende Spielregeln gelten, unsere Spieler treten im 1 gegen 1 gegeneinander an. Wer zuerst drei Begriffe erratet, gewinnt, der Verlierer muss ins Wasser. Heute zu Gast bei Kärntnerisch gerät ein Torhüter-Duell. Unser Philipp Menzel und unser Marco Knaller treten gegeneinander an. Seid ihr bereit, Jungs? Ja. Ja. Dann los geht's. Schnauzer. Richtig. Jawohl. Nächste. Schlecht. Schauspieler. So in der Richtung. Ein Komiker. Nein. So ein Leindarsteller. Ja, wenn jemand irgendwas vortäuscht, so in der Schauspieler. Richtung. Schauspieler. Also ja, so ein Schmähtandler, sicher. So in der Richtung wie. Neymar. So ja, was? Ungefähr, ja. Ja? Ja, aber so einer wie Neymar, so ein Schwindler. Ja, ich hätte das Wort, einer, wenn dann so vortäuscht. Wenn mir was vortäuscht. Ja, wenn jetzt so zum Beispiel einer verletzt ist und genau, dann im Wien war, ist halt der Begriff öfters gefallen, geh steh auf, du Schmähtandler, so ungefähr. Ja, so. Was? Schärfeltaxi. Ah, das wusste ich. Schärfeltaxi. Ah. Tipp? Da. Es ist schwierig, da einen Tipp zu geben. Zu Fuß gehen? Bitte? Zu Fuß gehen? Das war das nicht sowas? Naja, irgendwo. Irgendwo zu Fuß Verräter. Nach Hause gehen? Ja, richtig. Ach so? Okay. Wie steht's jetzt? Unentschieden, oder? 2-2. Siehst du mich noch? Ja. Müll? Ein Krempel, so Müll, ja. So. Wie heißt das? Müll? Ja, so ein Krempel, irgendwas, was zum Wegschmeißen ist. Halt sowas, ja. Genau. Ich habe Müll gesagt. War eigentlich, ja, das kann man eigentlich beiden. Ja, unentschieden geht keiner oder rein. Unentschieden geht, es regnet. Machen wir noch. 3-3 steht. Entscheidung. Bohnen. Richtig. So grüne Bohnen für Sohlen. Ja. Super. Ja, jawohl, danke Oma. Wenzel bitte, einmal ins Wasser. Ein super Wetter. Eigentlich war es unentschieden, aber. Stark.